Soweit Ihre Kommentierung zu den Klimaklebern. Dann kommen wir zu dem anderen, zu der anderen Razzia, die Sie gerade angesprochen haben. In der Süddeutschen Zeitung lesen wir heute: Rollator Putsch, AfD-Chefin Weidel spielt Reichsbürger-Razzia runter. Ist das Taktik dieser Partei oder teilen Sie diese Einschätzung? Ja, ich finde es schön, dass die Deutschen Humor haben ein bisschen. Das ist ein Farce, dass Senioren hier einen Staatsstreich machen wollten. Ist wirklich ein schlechter Film irgendwie. Und dass die Deutschen etwas entspannt in diese Geschichte rangegangen sind. Ich meine, der Demokratie ist wehrhaft und so weiter und so fort. Aber es waren ein paar Dutzend Leute mit ein paar Waffen. Natürlich ist es eine gefährliche Situation. Aber ich finde es schön und souverän, dass die Deutschen nicht übertrieben reagiert haben bisher. Ich meine, vor 30, 40 Jahren vielleicht wäre es eine andere Situation. Aber ich finde es positiv und ich finde es auch lustig, was da rauskommt. Ich meine, das sind 70-jährige Senioren, ein Fürst, der 13. Und es ist ein Farce. Aber zum Glück wird das aufgedeckt und der Staat war wehrhaft und die Polizei machte gute Arbeit. Und folgen wir weiter, was passiert. Ihre Meinung, Ihre Einschätzung? Ich weiß nicht, ob das so lustig ist, wenn wirklich so viele Waffen gefunden worden sind und man eben auch weiß, dass Soldaten und ehemalige Soldaten dabei gewesen sind. Aber gut, das ist Ihre Einschätzung. Tagesspiegel?